Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Auch. Willkommen in der Mollertgasse, dem Ort des Geschehens. Ja, dem Ort des Geschehens, nachdem ich so eine Aktion CO2-Fasten mache und versuche, wirklich möglichst viel CO2 einzusparen. Was kann man da tun? Was gibt es alles an regionalen Sachen, Gemüse? Im Winter ist ja das gar nicht so einfach, oder? Im Winter ist es tatsächlich nicht so einfach wie im Sommer. Allerdings gibt es natürlich auch viel Lagergemüse und einige Vielfalt, die wir jetzt im Kühlhaus haben. Genau, der Kohl, Wirsing, der sich ja ganz unterschiedlich zubereiten lässt. Also ob klassisch als Rahmwirsing oder als Beilage. Die Klassiker, das sämtliche Rübengemüse, Wurzelgemüse, das kennen wir. Ja, was ich immer ganz gern mag bei diesen Wintersorten. Oder das kannst du mit der Karotte genauso machen, im Übrigen auch mit der Zwiebel. Sie also ganz verarbeiten. Und das ist in der vegetarischen Küche halt so einfach, weil du kannst das einfach in ein Backpapier wickeln und gut marinieren und im Ofen durchgaren und dann hast du ein wunderbares Gericht schon. Und die gibt es auch österreichisch, die sogenannten Trüffelkartoffel. Da haben wir den ähnlichen Effekt wie bei der Karotte. Das ist einfach eine spezielle Sorte, eine spezielle Form. Die Süßkartoffel, eines unserer exotischen Lieblingsgemüse. Aber das Wichtige dabei ist, die wachsen auch im Weinviertel. Durch die Klimaerwärmung oder die Veränderung unseres Klimas ist es möglich? Leider oder glücklicherweise möglich, jetzt auch die exotischen Sorten aber in Österreich anzubauen. Das Schöne ist einfach, dass sie dann viel weniger weite Transportwege haben, ich dadurch auch CO2 einsparen kann, das aus dem heimischen Anbau habe, und schmecken ähnlich wie die man kennt aus Mexiko oder aus Spanien oder so. Kosten leider auch noch viel mehr, das ist halt das Tragische. Kopenambur, Wächst das bei uns eigentlich? Wächst bei uns, ja. Das kommt aus Hennersdorf. Und womit kombiniert man das? Mit welchen anderen Gemüsen? Ja, geht du das kannst, mit Zeller? Genau, mit dem Zeller. Wir hatten halt ein Kichererbsen-Curry. Im Übrigen mit österreichischen Bio-Kichererbsen, wieder aus dem Weinviertel. Und aus denen ist halt ein Curry entstanden. Da war der Topinambur dabei, da waren Karotten, Pastinaken, alle möglichen Wurzelgemüsesorten dabei. Und den Topi kann man mit einkochen oder was zum Beispiel ganz gut ist in dem Ofen zu grillen und wie Chips zu verwenden. Also ganz wie Chips? Ja, genau. Aha, interessant. Ja. Die kalorienarmen Kartoffelchips sind es. Diabetikerfreundlich. Das klingt gut. Ja. Kohlsprossel sind so bis Ende Februar, Anfang März. Also ich habe gesagt, das sind jetzt nur die letzten österreichischen, die wir kriegen. Die kann man auch, wenn man sie gut behandelt, halbiert und mit Zitrone, ein bisschen Honig, Salz, Pfeffer, würzt und ein bisschen Schuss Essig vielleicht dazu. Im Ofen goldbraun oder goldgelb grillen. Da habe ich eine wunderbare Beilage oder so zum Essen. Ah, da gibt es noch was. Bio-Feldsalat, Vogelsalat. Das Dankbare am Vogelsalat ist, dass er winterhart ist. Der überlebt Temperaturen bis zu minus 22 Grad. Ich nehme mit, dass es eine Vielfalt von Gemüsesorten gibt, selbst im Winter, wo man eigentlich vermuten würde, dass es nur die Kartoffel gibt. Und ich bin erstaunt, was man mit diesen Gemüsesorten alles machen kann. Gute Idee, finde ich. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg. Ja, danke.